2, 1, Mauern und unter Daumen durch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Wir sind im dritten Level von den vier Türen. Die Tür haben wir das letzte Mal noch aufgemacht, wir sind durchgegangen. Aber damit wir auch an der richtigen Stelle wieder rauskommen, haben wir das Level auch schon betreten, sind wir nun. Hi. Sehr schön. Genau, Hubus ist natürlich auch dabei. Wir sind in Prag. Genau, wir sehen, und das finde ich so cool, hier ist jetzt der Brunnen immer noch. Und da ganz hinten, wo ich jetzt mit der Zaunspitze drauf zeige, da waren wir ganz am Anfang. Das hat echt alles eine schöne Runde. Ja. Nicht ganz so kleine Welt sogar. Das ist echt cool. Richtig. Wir nehmen uns die Flaschen mal mit. Flaschen sind wichtig. Und vielleicht. Das funktioniert nicht. Jemanden damit abwerfen. Ich hoffe doch. Der Amerikaner, schnapp dir! Zum Beispiel ihn. Aber egal. Nochmal. Babam! Headshot. Easy. Da steht er nicht mehr auf. Da würde ich auch nicht. Alles richtig gemacht. So, danke dir. Das funktioniert nicht. Kann man nicht durch? Mann, in die Chill. Zack. Ist doch gut am Hecheln mal wieder, der Junge. Ja. So, jetzt muss ich mit den Pfeiltasten das hier. Alter, das ist so. So. Diese Kettendinger auch, ne? Sonne Oschis. Ja. Die sichersten Ketten der Welt. Also ich kann so stehen, ne? Aber. Passt auf, in diesem Schloss gibt es jede Menge Sprengfallen. Ja, dieser Ort macht mir Angst. Treffen sich zwei Deutsche in Prag auf der Burg? Will ich's gleich sehen, Hannes. Nee, nee. Das ist auf die gute altmodische Art. Na gut. Hey. Au. Hey. Hey. Aua. Da. Leider halt von ihm. Das war auch so ein ultraschnelles Geschieß, Heilige. So ungewohnt, wenn man sonst immer nur Faustkämpfe sieht. Warte, was geht mit Spulen? Das funktioniert nicht. Aber wir trinken erstmal, das ist wichtig. So. Fertig auch gleich. Das funktioniert nicht. Boah. Jetzt. Jo, du hast ja mal einen guten Schluck eingeschenkt. Ja. Der brennt, sagst du. Ist gut. Eieiei. Man merkt den Vulkan. Ah. He's so dead. Huch. Das war nicht geplant. Möchte ich kurz behaupten. Der Tod? Ach, wirklich? Gut. Ach stimmt, dann muss man ja... Wo war Checkpoint? Okay. Die gibt's keine Checkpoints. Gibt okay, ich erinnere Anfang mich. Anfang des Levels, Ende des Levels. Ich erinnere mich. Kann man nicht trotzdem irgendwie speichern? Gab's nicht Meme-Cheats oder so? Ja, aber nein. Ja, aber nein, das ist mir die beste Aussage. Das ist wie meine Frau. Man kann auch einfach mal nicht schirmen. Ja, das stimmt wohl. Dass ihr das nicht hört. Nee. Geil, ey. Völlig, wie stark der Aufprall gewesen sein muss, ne? Wenn du das Ding ihn da noch runterschubst. Ich love it. Herrlich. Dr. Jones halt. Haben eine Wucht, die Dinger. Hätte auch Baseballspieler werden können. Mhm. Ich wollte ihr Witz auch bringen, aber ich hab vergessen, wie die Jungs heißen, die Bälle werfen. Sind nicht die Pitcher, sind die... Doch, das müsste nicht die Pitcher sein. Ist das Pitcher? Ich guck mal.
So, Pitcher, Baseball. Ja doch, in diesem Schloss gibt es jede Menge Sprengfallen. Bezeichnet. Das ist okay. Ist auf jeden Fall nicht der Pitcher, Bumbatz. Ich würde behaupten, dass sie, wenn die von der Kugel getroffen werden, nicht so weit fliegen, wie wenn du eine Flasche wirfst. Doch, so, diesmal auch am richtigen Punkt loslassen. Das sieht wichtig aus. Das sieht wirklich wichtig aus. Ich liebe diese riesengroßen Gerätschaften. Die mit einem fucking Stück Holz. Warum sieht man nichts? Was ist die Tür? Das Ding ist noch zu. Naja. Könnte ein Grund sein. Weiß ich nicht. Das ist geil. Man braucht Schweißgeräte, wenn man die Metallstange einfach in Metall rammen kann. Ja, diese riesengroßen Zahnräder, nochmal episch. Ja. Kann nicht kaputt gehen, das ist so ficke Kram. Da! Solide, stabil! Da ist es aufgängig, ich wusste doch, da kann man irgendwas aufmachen. Jetzt wird er gleich sehen. Nett. Hat auch ein bisschen was von Assassin's Creed, wenn er diese Mechanismen... Tür aufbrechen! Ja. Die Sache gefällt mir nicht. Ich habe letztens mal, weil gerade kostenlos Ultimate Pass von Xbox Odyssey runtergeladen. Ja. Ich finde das Kampfsystem nicht so geil. Das ist so gefühlt zu kompliziert im Vergleich zu den anderen. Halt Dark Souls. Ja, basically. Abgeschwächt sind. Zeigen Sie, was Sie können, Dr. Jones. Alter, hat mir die Mütze runtergehauen. Auf jeden Fall kann ich Kugeln ertragen. Und dich vermöbeln. Wegen meinem Hut. So gefällt mir das schon besser. Da liegt er. So, er wollte da bestimmt gerade was zu sagen. Das ist der Gürtel des Urian. Aber ja, ich verstehe nicht, wenn man nur den so die alten Assassin's Creed Teile kennt und dann direkt auf das umspringt, dann ist das schon so ein bisschen. Dazu aber auch sagen, es fühlt sich also welches hattest du jetzt runtergeladen? Odyssey. Okay, Odyssey fühlt sich noch ein Ticken besser an als Origin. Also es war auch der zweite Versuch. Ich lüge auch hart. Es ist Origin, ich Idiot. Sorry, okay. Tut mir leid, voll verwechselt. Okay. Es ist Origin. Odyssey fühlt sich ein bisschen besser an als in Origin, weil die Skills ein bisschen besser sind. Aber ich finde zum Beispiel, es ist ja dieses ne, Anvisieren, Ausweichen, so ein bisschen halt, man vergleicht es halt immer mit Dark Souls, weil halt, ne. Ja, ich bin auch ganz am Anfang, ne, davon ab, ich habe gerade irgendwie meinen komischen Falkentypen da gekriegt, so, und fühlt die erste Mission gemacht, ne, aber es ist halt ganz anders. Richtig. Erstmal auch. Aber was ich dazu sagen wollte, es fühlt sich trotzdem das Kampfsystem nicht so rund an wie bei Dark Souls. Weißt du, bei Dark Souls war es hat alles irgendwie stimmig gepasst, aber irgendwie, weiß nicht, das Ausweichen funktioniert schon. Ja, es ist halt Quatsch so. Also ich hab's nicht gebraucht, das sagen wir es mal so. Nicht. Genau, vielleicht du brauchst es halt nicht. Sondern du gehst halt einfach in 400-facher Geschwindigkeit einfach zur Seite und es reicht. Ja, ja. Gut, der erste so richtige Kampf war ja gegen diesen kleinen Boss da am Anfang, der voll mit Montur und bla und blub. Da musst du dann halt deine Distanz halten. Er greift dich an, egal wo du stehst. Du dodgst halt dadurch und schlägst ihn. Ja. Das ist irgendwie so unzufriedenstellend. Ich fand das Kampfsystem in den alten auch besser. Ja, auch wenn es so gewartet war, aber.
Diese geile, diese Belohnung im Sinne von bei Dark Souls jetzt, ne? Geil, ich hab's geschafft. Das war eine Herausforderung und ich habe sie gemeistert. Ich habe gelernt, diesen Gegner zu besiegen, weil ich jetzt weiß, wie er attackiert. Das hast du bei Assassin's Creed nicht. Also, es ist so gefühlt halt, ja, ich habe Distanz, fertig. So, aber nee, wir waren erst, oh mein Gott, wir waren ja erst im zweiten Level. Stimmt, ich hab gelogen. Ich dachte, wir wären im dritten. Sehr aber. Das hatten wir doch schon gemacht. Nee, nee. Wir haben das erste gemacht, haben das Schwert geholt. Ja, ist okay. Haben ihm das Schwert gegeben und mit dem Schwert haben wir die Tür aufgemacht und dann haben wir nicht mehr weitergemacht. I'm by you. Denn ich weiß, es fehlt noch eine Sache in diesem Spiel oder in diesem Level, die wir noch machen müssen. Die kommen nämlich jetzt. Hannes Angst. Die Angst kommt in der vierten Tür. Die Angst kommt in der vierten Tür. So, was brauchen wir? Mond auf 11, Sonne auf 3 oder auf 6. Entschuldigung, ich war beim Dartboard. Und Zwilling. Okay. Zwilling. Das ist ein geiles Geräusch. Könnte auch ein Beat sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich zu diesem Beat tun würde, aber ja. So. Weiter geht's. Das ist mein Lieblingslevel von den vielen. Auch die. Medikit. Bam, 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 bam. Ja, ist das ein voll. Bug oder? Nee, wir sind voll, wir haben 3 Medikits. Ja, wir haben 3 von 3. Die nimmt man übrigens mit. Kann man gut gebrauchen. In, jetzt ein bisschen nach oben drücken. So. Die Flasche mitnehmen. Das ist der Turm, der auf der Karte markiert ist. Ich muss hier irgendwie raus und den Kristall finden. Schaffst du auf jeden Fall. Sag mal so. Der Amerikaner, schnappt ihn! Okay, er hat mich doch gesehen. Wir reden ja Das funktioniert nicht. Seit wann reden wir? Seit Assassin's Creed 2 reden wir ja. Oder auch. Ja, nee, seit Assassin's Creed 2 reden wir ja sehr viel über Musik in Spielen. Ja. Es gibt keine bessere als diese. Wirklich, es ist so krass. Also, Assassin's Creed mit seinen, wenn du über die Dächer läufst in Venedig mit dem Operngesänge im Hintergrund, eine 10 von 10, also eine 9 von 10, aber Indie-Musik ist wirklich, ich weiß nicht warum, aber es eigentlich wollte ich zur Geheimpolizei, damit halt ich nicht mehr Wache persönliche Präferenz muss. Und so, ja, ne? Also, ich finde die auch super. Ich fand Assassin's Creed persönlich einen Ticken besser. Okay. Ganz einfach, weil ich hier super viel halt mit dem Film assoziiere. Es passt, es ist alles stimmig. Wir reden hier echt von Nuancen, ne? Wie du schon sagst, 9 von 10, vielleicht 9,5 von 10, whatever. So, also wirklich nur ein kleiner Unterschied. Aber ich fand es bei Assassin's Creed vielfältiger. So, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das ist auch das falsche Wort. Aber das drückt am ehesten aus, was ich meine. So, du hast halt bei Indie immer, wie du es jetzt auch gerade hast, diesen abenteuerlichen Beat. Oder diesen abenteuerlichen Tune. Ja. Und du hast da selten mal was, was nicht schreit. Ey, ich bin Abenteuer. Und bei Assassin's Creed hast du halt diese sanften Töne, du hast diese Chöre, du hast dieses Zeugs. Eigentlich sind die gleich auf, aber Assassin's Creed ein bisschen vielfältiger für mich. Und deswegen vielleicht ein Ticken geiler. Es ist halt schon meckert auf hohem Niveau. Ja, das ist gar kein Meckern, das ist einfach nur Nuancen und alles nur Meinung, ne? Also wirklich, fachlich kannst du es ja nicht oder kann ich es halt nicht auseinandernehmen. Und weiß ich, hier ein Stringendo mehr und da ein Adagio Civil, I don't know. Was ich tatsächlich mal so mal gesehen habe, ist, wo jemand von John Williams' Duel of the Fates in seine Einzelteile zerbrochen hat und analysiert hat und dann, ja, hier spielt er das jetzt das meine ich. So und wir merken jetzt, er spielt das Instrument mit rein und er hat eine Melodie und dann zerstört er die Melodie und setzt sie wieder zusammen. Das Video geht 20 Minuten, ich saß da 20 Minuten lang.
Was? So, aber Bruder, hör auf Ungarisch zu reden, so. Ja. Mega ich hab mal gesehen, das war ziemlich cool, von Rezo, der hat irgendwie so einen anderen YouTuber auseinandergenommen, so ein... Tubo. Ja, das fand ich auch geil, ne? Wie der immer so einen geil gemacht hat auf, ja, hier, this is you. Und Rezo so, fick dich, Bruder, was laberst du? Das fand ich ganz unterhaltsam. Und genau die Ebene, davon will ich mich voll distanzieren. Ich habe halt null Ahnung von Musiktheorie oder von... Ne? Ich kann einfach nur sagen, was ich geil finde und was nicht. Das ist definitiv keine gute Idee. Aber ich fürchte, ich habe keine andere Wahl. 0,5 mehr vielleicht bei EC. Warum erinnert mich das gerade an Assassin's Creed 2? Leonardo, bau mir eine Maschine. Ja, aber wir sind cooler. Wir surfen. Das stimmt. Obviously. Da gibt's auch keine zwei Meinungen. Nein. Das ist cooler. Und die Musik ist besser. Und das ganz ohne Feuer. Ja, ohne Typen, die uns mit scheiß Pfeil und Bogen runterholen wollen. Nicht schlecht. Manchmal staune ich, die Sache gefällt mir nicht. Okay. Wir nehmen das. Fancy einfach. Jeder andere halt halb Herzinfarkt. Oh mein Gott, was hab ich da gerade getan? Ich bin auf so einem scheiß Teil gesurft. Ja, auch jeder andere sofort tot, aber nicht ein Dr. Jones. Drunter klettern. In die Bremsen. In die Bremse? Hier hoch? Das funktioniert nicht. Okay. It's not open though. Und wir gehen wieder zurück. Du-dum. So, eigentlich wollte ich nach den zwei Leveln einen Cut machen, aber wir sind erst bei 17 Minuten, deswegen machen wir das dritte Level jetzt auch noch. Weil Speedrun Tactics. Jetzt kommt Hannes Kindheitsangst. Alter, achso, meine Kamera ist auch ein bisschen schief. So, jetzt sieht das vielleicht ein bisschen gerade aus. Perfekt. Bei Hannes ist aktuell halt auch Umzug. Ne? Das muss man ihm halt verzeihen. Stimmt, deswegen steht hier nichts mehr. Deswegen hängt da nichts mehr. Und ja. So, also, wir haben Waage und Sonne und Mond beide auf 10. Okay, danke. Nein, Fitch. So, jetzt heißt es ein bisschen Konzentration. Ich nehme noch mal einen Schluck vorher. Gluck, gluck, gluck. Hey, was war das? Weißt du, was mir jetzt zum ersten Mal auffällt? Jetzt kommt's. Was für waren. Ja. Wohl waren die Deutschen. Das ist eine Säure. Das Zeug ist lebensgefährlich. Naja, das ist eine sehr, sehr interpretierungsbedürftige Frage. Hakenkreuze, Brutalität, Judas. Nein, Panzerschokolade. Nazi-Experimente. Ja, okay. Wollte ich als nächstes sagen. Shalom, Shalom, meine lieben Ibrer. Boom. Nee, das habe ich schon immer damit quasi interpretiert. So. Ja. Das ist der Orddeutsche Area. Das ist so ein Nazi-Experiment sein könnte, der Junge. Ja, definitiv. Heinz, nicht mit Kisten werfen. Das haben sie vergessen einzuprogrammieren. Jetzt kommt der einfache Part. Heinz, zerstört!
Hans, Getze Flammenwerfer. So, jetzt kann man nämlich entweder ihn weiter mit Säure werfen oder man verkugelt ihn mit Säure. Mach mal weiter. Au! Da hat er dir die Schelle des Verdammnis gegeben. Ja. Muss man nicht mehr lassen. Hans, du bist kein Fullback, hör auf. Guck mal, da merkst du, ne, dass das Angstgegner ist. Hannes hatte noch über 50%. Einfach mal nehmen, das Ding. Naja, ist okay. Sehr gut. So. Hat sich gelohnt, das Medikit übrigens. Wir sehen uns gleich wieder. Hören Sie mich, Dr. Jones? Was ist los? Was ist mit Ihrem Humor? Sie schon wieder. Na, großartig. Ja, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie wiederzusehen. Wir haben so viel zu besprechen. Werft ihn in den Zug. Ich werde ihn verhören, wenn wir in Istanbul sind. Sie sich Ihre Kräfte. Unsere Verhöre sind mitunter sehr, wie soll ich sagen, anstrengend. Tja, ich muss mich jetzt leider um wichtigere Dinge kümmern. Wir warten einfach, bis Sie zurückkommen. Wohl kaum. Leben Sie wohl, Dr. Jones. Mei Ying, holen Sie mich hier raus. Anscheinend haben wir den falschen Dr. Jones gefunden. Ach Quatsch, das sieht nur so aus. Die Deutschen haben keine Ahnung, wonach sie suchen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sie legen gerade eine Stadt unter Istanbul frei. Sie haben den Palast des Belisarius gefunden? Kein Wunder, dass es von Beck eilig hatte. Gehen Sie hin und finden Sie den dritten Teil des Spiegels der Träume. Und denken Sie daran, ich beobachte Sie. Kein Vertrauen? Sie haben mich angeheuert. So, da sind wir wieder. Nicht gut. Ich brauche einen Vorsprung. Diese Doppelschelle war wieder. Frag mich, was der Typ damals in der Dingens da eingesprochen hat. Hallo, Emma! Osmanisches Messer. Das ist so. Ja? Jetzt abstechen. Nicht abstechen. Bruder, Messerkampf 1-1. Ja, ist auch geil. Er hat ein Messer. Ich block mal. Boom. Zurückwerfen, nicht zurückwerfen! Er warf zurück, Hannes. Er warf zurück. Aber gut, wir machen hier einen Cut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.